es ist wieder so dunkel geworden, nachdem wir geschlafen haben. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen wieder Licht machen. Mach mal wieder Licht in unserer Bude. Oh ja, ich liebe es, ein Drache zu sein. Machen wir hier mal wieder Licht hier. Ach, der gute alte Joey. Meine Flamme hält viel länger als deine. Meine Flamme hält viel länger als deine. Ey, du hast mich angezündet, ey. Ich zünd dich auch an. Ich muss ins Wasser. Oh Alter, wie lange diese Flammen halten, denn wenn du denkst, ne? Unsere Höhle ist so dunkel, unsere Drachenhöhle, Mann. Oh mein Gott, guck mal, wir haben da oben ja irgendwie so ein kleines Monster oder so. Ey, Roman, was? Hast du meine Drachenchips gegessen? Du hast meine Drachenchips gegessen. Ich habe die letzten Story in den Dings gelegt, in den Kühlschrank. Du hast die dann einfach gegessen. Oder du hast meine Drachenchips, Drachenchips gegessen? Hast du meine Drachenchips gegessen? Hast du meine Drachenchips gegessen? Hast du meine Drachenchips gegessen? Ha, warte. Das sind alles, der ist einfach unbesiegbar, der Typ, ja, Alter. Ja, weil er im Wasser steht. Ey, guck mal, und da unten, ne, ist sogar das Dings, das Rhinoceros, Alter. Unser Haustier, unser Einhorn ist das. kommt raus. Oh mein Gott, da kommen Ritter. Ah, geh mal hoch in die Dings. Geh mal hoch in die Höhle. Was? Ich bin hier oben in Sicherheit. Was wollt ihr denn? Kommt raus, ihr faulen Bestien. Los, zeigt euch. Hier sind wir doch. Was wollt ihr denn, ha? Wollt ihr uns etwa Angst einjagen oder was? Das sind diese Ritter, Lars, die uns wieder irgendwie angeblich töten wollen. Da sind sie. Ja. Also, oh mein Gott, die sehen ja gar nicht was. Die haben nicht mal Diamantrüstung. Ruhig, Knappe. Ganz ruhig. Ach so, da ist sogar ein Knappe dabei. Der hat einfach nur einen Stock in der Hand. Nein. Digga, der hat nicht mal ein Schwert. Wo bist du eigentlich, Lars? Ich bin hier oben. Hier. Ach so, da oben bist du. Wir sind die Ritter der Schwafelrunde. Wir sind gekommen der Schwafelrunde. Wie kann man denn nur so angsteinflößend sein? Leute, müssen wir das wirklich machen? Gegen die haben wir doch keine Chance. Halt die Klappe los jetzt. Oh mein Gott, die wissen doch schon, dass sie keine Chance haben. Also, wir werden euch jetzt, also nur wenn ihr nichts dagegen habt, auslöschen. Was würdet ihr davon halten, wenn wir euch einfach mit unserem Feuerzepter komplett auslöschen und euch komplett verbrennen? Was würdet ihr denn davon halten, wenn wir das machen würden, ha? Wäre wollen das, wir auch einfach? Ich glaube, die wollen Streit. Also wenn ihr wollt, dann zünden wir euch einfach an. So ist es nicht, aber ihr tut uns ein bisschen leid. Wir können auch den ganzen Wald anzünden. Okay, wir gehen schon. Bis dann. Das ging ja richtig schnell, ne? Nein, wir werden sie alle machen für die Zerstörung des nördlichen Distrikts. Oh, wir haben aber nicht euer nördliches Distrikt kaputt gemacht. Ritter Clavius, das war, glaube ich, die Pest. Ja, das war wahrscheinlich die Pest, weil wir waren das nicht. Lars und ich, wir haben geschlafen letzte Nacht. Ja, deswegen solltet ihr wirklich drauf aufpassen, was ihr so den ganzen Tag von euch gibt. Was? Ich glaube, die sind sich nicht so ganz sicher, was die da eigentlich gerade labern. Also Jungs, wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt eigentlich gehen. Die Pest hat die Auslöschung der Bevölkerung dieses Dorfes verursacht. Ja, seht ihr? Wir waren das nicht. Wir haben einfach nur unser Rhinoceros hier als Haustier. Und Drachenchips gegessen. Und Drachenchips gegessen die ganze Nacht über. Genau. Also, wir sind nicht dafür zuständig gewesen. Deswegen, Jungs, haut einfach ab, okay? Mehr gibt es da einfach nicht zu sagen. Okay, aber Livingard haben sie abgefackelt. Wer ist Livingard? Das haben wir auch nicht gemacht, Mann. Das stimmt nicht. Da ist irgendwas anderes passiert. Nein, das wollte nur der alte Thomas, der sich seinen Schuh kochen wollte und dabei einen Brand ausgelöst hat. Ja, seht ihr, das war der gute alte Thomas. Der wollte sich einen Schuh kochen. Könnt glatt du gewesen sein, gell? Naja, dann. Also Ritter, hört mal zu. Wir haben keine Zeit mehr für euch und wenn ihr jetzt nicht demnächst geht, dann werden wir euch einfach wahrscheinlich töten, okay? Es tut mir wirklich leid, ne? Wollt ihr jetzt gehen oder wollt ihr nicht gehen? Weil sonst fangen wir an. Dann machen wir sie halt alle, weil es Monster sind. Also die wollen sich wirklich... Ich bin kein Monster. Die wollen sich wirklich mit uns anlegen lassen. Ein wunderschöner Drache, der hat meine Gefühle verletzt. Wir sind beides wunderschöne Drachen. Also Jungs, hört zu. Wir fackeln euch jetzt ab, wenn ihr nicht geht. Ah, schnell weg hier! Wir fackeln euch ab, haut hier ab. Aua. Guck mal, der eine stirbt, weil das... Ja, der eine ist tot. Nein, bleibt hier, die wollen doch nur... Oh, jetzt fängt der ganze Wald an zu brennen. Hupsi. Ich glaube, Lars, wir haben... Wir haben... Ich glaube, wir sollten immer weggehen. Lass mal ein bisschen durchfliegen hier durch die schöne Drachenwelt. Oh Mann, Alter. Diese Ritter sind solche Noobies. Ey, guck mal, und da hinten ist übrigens dieser Typ, der uns geärgert hat, der auch im Wasserfall drin stand. Warte, mal gucken, ob wir ihn jetzt abfackeln können. Das ist ein anderer, glaube ich. Das ist sein Cousin dritten Grades. Das ist der Cousin dritten Grades. Guck mal, wie er brennt, Alter.
Der Typ, der macht hier gerade noch seine Wassersportübungen, sehe ich. Wassersportübungen, ja, der schwimmt gegen den Strom, gell? Oder der ertrinkt sich einfach selber. Ah, was ein Trottel. Lass mal ein bisschen herumfliegen und schauen, was so geht in der Welt. Oh, guck mal. Hier zum Beispiel ist ein schönes Junau. Da gibt es richtige Melönchen. Ja, stimmt. Das ist ein Melönchen. Nehmen wir ein paar Melönchen mit. Ja, Mann, lass die abfackeln. Oh mein Gott, ich habe nicht abgefackelt. Sorry, Lars. Warum kann ich eigentlich als Drache brennen? Weiß ich nicht, aber wir können alles, was mit Holz zu tun hat, einfach abfackeln, Lars. Du kannst einfach alles anzünden, dann fängt es an zu brennen. Ich will auch was anzünden. Ich liebe Feuer. Ich will den Villager anzünden. Oh, Lars, das sind so böse Drachen. Wir können auch den ganzen Wald jetzt nochmal zum Brennen bringen. Wir können so einen Waldbrand auslösen. Oh, Mann. Ey, weißt du, was wir theoretischerweise machen können, Lars? Was denn? Wir können in die Welt, also wir können in die Burg gehen, wo die ganzen Menschen wohnen, in die hier, Alter. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass die uns nicht sehen, weil wenn die Drachen sehen, dann rasten die richtig aus, Mann. Wir dürfen uns nicht zeigen. Also lass uns lieber in den Feldern verstecken, sodass uns keiner sieht, okay? Nicht mehr fliegen, okay? Wir müssen okay, nicht mehr kleine, fliegen. Wie so kleine Ratten müssen wir jetzt hier uns hier so ein bisschen anschauen. Klein. Kleine Ratten sind wir. Oh nein, hier, ich habe eine Idee. Wir können uns eigentlich in den Feldern circa, warte mal, wenn wir jetzt hier lang gehen und dann so durch die Felder laufen, dann wird uns keiner bemerken. Guck mal, man sieht uns kaum in diesen Feldern. Das, oh, da ist der Farmer, Lars. Pass auf, tu so, als ob du Weizen wärst. Ich bin nicht da. Oh nein, Drachen, er hat uns gemerkt. Nein, es tut uns leid. Wir wollten nicht bei Ihnen einbrechen, Farmer. Es tut mir wirklich leid. Ja, bitte verraten Sie uns nicht. Das kann doch nicht sein. Nein, andere Farmer haben Probleme mit Ungeziefern oder Raben. Und bei mir sind es einfach verdammte Drachen. Lars, du musst vor ihm weglaufen. Nein, bitte, aber bitte melde es nicht. Wollen wir einfach sein Haus anzünden? Nein, wir dürfen nicht. Wir dürfen doch nicht auffallen. Ich muss die Garde informieren. Nicht, dass sie noch in die Stadt einfallen. Oh nein. Ja, doch, lass sein Haus anzünden. Ja, lass sein Haus anzünden, wenn er schon die Garde informiert. Ich will alles anzünden. Ja, warte, dann lass mal dem seine kleine Windmühle hier anzünden. Dem seine Vogelscheuche bringt halt gar nichts. Oh mein Gott, ja, eine Vogelscheuche gegen so Drachen bringt wirklich gegen nicht so viel, ne? Wo sind unsere Drachenchips? Oh mein Wer Gott, hat Alter. Unsere Drachenchips? Wer hat unsere Drachenchips? Wir wollen unsere Drachenchips haben. Alter, das ganze Ding hier brennt jetzt schon, ne? Wir können auch die Heuballen voll so Spaß. Anzünden. Ne? Es macht echt voll Spaß, ein Drache zu sein, gell? Guck mal, wir haben jetzt, da fackelt jetzt einfach alles ab, ey. Und hast auch gemerkt, dass unser Feuer, das ist viel, viel intensiver, gell? Das ist so rotes Feuer. Ja, das ist viel roter. Das ist so richtiges Drachenfeuer haben wir. Okay, weil wir so viele Drachenchips gegessen haben. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir sind jetzt sowieso aufgeflogen, deswegen lass einfach in die Burg reinfliegen, bisschen einfach attackieren und dann gehen wir auf die Hauptburg und greifen den König an. Was hältst du davon, Alter? Meinst du die hier? Ja, nee, das ist jetzt wahrscheinlich nur so eine kleine. Ey, okay, wir haben sogar Dings Kompanen mitgebracht. Wir haben nochmal zwei weitere Drachen hier gespawnt, sehe ich gerade. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Los, mach alles Feuer, mach alles brennen. Zünd mal ein bisschen was an, genau, Mann. Wir müssen hier einfach mal die ganzen Häuser und sowas anzünden. Hier, die Kirche, lass die Kirche angreifen. Hier. Ja. Die Kirche angreifen. Wir sind so richtig böse Drachen, Alter. Ich wünschte mir, ich wäre wirklich ein Drache gewesen. Ich glaube, als Drache hast du richtig viel Spaß gehabt. Guck mal, das Kreuz vom Dings, von der Kirche, das ist aus Wolle gebaut. Wenn du das anzündest, dann brennt das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, wir haben das Kreuz oben einfach abgefackelt. Oh nein. Lass mal jetzt die richtige Burg angreifen. Ey, da ist noch ein Kompane von uns, der da fliegt. Und da ist noch einer. Es sind überall Drachen, ja. Und hier ist, glaube ich, die Hauptburg, Mann. Das ist die Allianz hier, glaube ich, ja. Los, Feuer, mach Feuer. Wir müssen die jetzt angreifen. Dort im Himmel, Drachen. Ey, aua, ich wurde von denen abgetroffen. Wir müssen die Dings, du musst die Typen angreifen, die da auf uns schießen. Okay, ich mach das. Wir müssen die töten, und dann die Burg abfackeln. So, da-dam, guck jetzt. Junge, der weicht einfach aus. Die sind voll gut, ne? Aber die schießen auch gar nicht mal so schlecht. Komm, alles, was mit Holz ist, einfach abfackeln. Ah, ich wurde getroffen. Warte, wir müssen Roman, sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Alter, wir sind richtig viele Drachen, ne? Das Burg auf ewig. Nein, Mann, wir Drachen auf ewig. Ey, wir müssen hier die Wolle anzünden. Bei mir schießt sich die ganze Zeit Feuer jetzt. Ich wurde angezündet von dir, Lars. Du hast mich angezündet. Ich kann aber bald kein Feuer mehr speien, Mann. Ich kann nicht mehr aufhören. Du kannst nicht mehr aufhören zu speien. Mach am besten alles mit Feuer. Echt jetzt? Haben wir schon alle getötet? Glaube ich nicht. Lass noch in die Dings reingehen. Lass in das Gebäude noch reingehen. Ich kann nicht mehr aufhören zu speien. Los, Männer, macht sie fertig. Wir müssen sie Dings. Wir müssen einbrechen in dieses Ding da rein. Komm, lass die Türen aufmachen und reingehen. Und innen drin auch alles abfackeln. Ich komme nicht rein, Mann. Oh mein Gott, ich werde von einem Monster angegriffen, Alter. Was ist denn das hier?
Als ob die Allianz jetzt noch... Oh mein Gott, meiner hat auch gerade von alleine angefangen zu schießen. Warte, ich baue gerade die Gläser ab, damit wir durch die Gläser durchkommen, Mann. Ich habe einen zu großen Stirnacken, ich komme nicht durch. Ich komme auch nicht... Ey, aber du bist durchgekommen, gell? Ja, durch die Türen. Okay, perfekt. Alter, jetzt lass hier drin noch ein bisschen anfangen, ich bin wieder zu Hause. Wir sind zu Hause. Wir sind die Drachen. Mom, Dad, Onkel Jimmy. Wer ist Onkel Jimmy? Oh nein, wir kommen hier nicht durch, weil wir zu breit sind. Ah, doch. Ah, aua. Warte. So, okay. Wie machst du das? Wir können da durchlaufen. Ich habe die Treppenstufen habe ich aufgemacht. Lass hier die ganzen Schlafzimmer und sowas noch alle abfackeln vom König und so. Wir übernehmen die Burg. Okay, lass es brennt alles. Ich brenne auch. Es brennt alles. Oh mein Gott, wir müssen hier raus. Lass uns hier raus. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich speichere die ganze Zeit Feuer, Alter. Oh mein Gott. Ich bin gleich tot. Alter, hier brennt alles. Ja! Okay, und jetzt schnell raus hier. Ich kann kein Feuer mehr speien. Ich kann kein Feuer mehr speien. Ich bin fertig. Ich bin raus. Bist du durch die Tür gegangen? Oh mein Gott, das funktioniert. Okay, raus hier. Schnell weg von dem Land hier. Oh mein Gott, Alter. Die ganze Burg brennt, ey. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war ja richtig gut, ey. Ich bin einfach rausgeflogen. Hier sind richtig viele Drachenkumpanen jetzt gerade. Boah, ja, Mann, das sind jetzt voll viele dazu gekommen. Der eine hat einfach gesagt, hallo Lars. Was ein heftiger Burgangriff, gell? Okay, Leute, das war 24 Stunden als Drachen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Yeah. Ciao.